Scheiß drauf. Hallo. Ja, hallo. Ja, ja, jetzt sind auch die Lichtverhältnisse ein bisschen besser. Du hast ja von der Jana den ersten Etage nicht draufgehört, gell? Der CD. Das ist eine Schade. Du hast mal eine Begrüßungsrede, das. Ja? Ich hab das. Ja. Ich hab das bloß nicht als... Ja, das war nicht der Höhepunkt. Das ist schade, dass der erste Ritt? Der erste Ritt, ja. Scheiße. Ja? Das war eigentlich das Beste von allem. Okay. Das hast du nicht irgendwo. Ich hab gedacht, das ist nur dieser Sprung und dieser Wassergrabelauf. Das war die Olympia-Aufgabe von 1912. Was die da praktisch gemacht hat? Ja. Und er hat ja dauernd irgendwie erzählt. Ja. Okay. Ah gut, wir können das vielleicht nochmal ein bisschen revidieren. Das wäre super, weil das ist eigentlich das Entscheidende. Das ist das Entscheidende, okay. Ich habe sehr gut gelungen. Okay, ja. Schau mal. Das zum Schluss war nur die Beilage der Sprung. Das habe ich dann irgendwie... Habe ich den falsch begriffen? Ja, das war die Zugabe. Das war damals halt Vorschrift, aber es gibt es eigentlich immer. Aha. Und was sie da gemacht hat, was, das war ja immer nur so hin und her reden. Ja, aber das, sowas haben wir so, ja. Das war historisch. Ja, das war schon für Pferd sehr anstrengend, ich meine, das war ja. Und wie lange geht es? Wie lange ist dieses? Ja, damals ging es 10 Minuten, also deutlich gekürzt. Aha. Okay. Da muss ich nochmal reingucken. Jetzt haben die bei der Olympiade 12 Kräder. Muss ich mal reingucken nochmal. Das war eigentlich das Entscheidende. Okay, aha. Nö, ich habe jetzt gedacht, das Entscheidende war dieses... Ja, wie auch immer, oder dieses Gold, Far Gold oder so, weißt du, dieses, wo sie da süddeutscher Meister wurde ist. Nee, das war... Ja, das schon, aber das eine ist einfach, das war schon... Das ist... Der ging ja auch nicht, weißt du. Ja. Ja, ich bin da nicht der Fachmann, weißt du. Okay.